Unser Ziel ist heute der 28 Kilometer entfernte Ort Flims. Der Ort Flims ist aufgrund des benachbarten Kaumasses bekannt. Zuerst machen wir eine kleine Wanderung zur Standseilbahn. Unterwegs genießen wir die Natur. Von hier aus haben wir einen schönen Panoramablick entlang des Sees mit seinem türkisgrünen Wasser. Hier wird uns bewusst, weshalb der Kaumassee auch als Perle der Alpen bekannt ist. Die Standseilbahn bringt uns auf einer Länge von 125 Metern auf die Ebene des Sees, der auf einer Höhe von 997 Metern liegt. Am See kann man seine Seele baumeln lassen, Volleyball spielen, mit Booten fahren oder einfach nur ausgezeichnet essen gehen. Obwohl der See sehr hoch liegt, friert er im Winter nie zu. Grund dafür sind die mächtigen unterirdischen Quellen. Auch der Abfluss des Sees erfolgt unterirdisch. Wir umrunden fast den See, aber machen einen Abzweig Richtung Rheinschlucht. Bald erreichen wir den ersten Aussichtspunkt Spier. Die Natur hier ist wunderschön und bietet Aktivitäten wie Wandern, Grillen und anderen das richtige Umfeld. Jetzt besichtigen wir die zweite Aussichtsplattform Spier. Wird nicht umsonst Swiss Grand Canyon genannt. Unten in der Schlucht kann man sich in das Erlebnis River Rafting stürzen. Sie gehört zu den wohl außergewöhnlichsten Landschaften und ist sogar in den Alpen einzigartig. Des Öfteren kommt man auch in den Genuss, wilde Orchideen bewundern zu können. Auf dem gleichen Weg begeben wir uns zurück nach Brigels. Unser schöner Urlaub neigt sich hier dem Ende zu.